Bist du sicher, dass du noch bleiben willst? Ich habe diese Reinheit nicht mehr gespürt. Seit Hoffnungsgeburt. Aidan ist an irgendwas dran. Dir liegt doch wohl nichts an diesem Kerl. Ach, das ist es. Er gefällt dir. Ich hätte es wissen müssen. Das ist es nicht. Aber was er mir sagt, über die Suche nach der inneren Stille und das Loslassen der Schmerzen, da ist was Wahres dran. Mach dir doch nichts vor. Ich habe gesehen, was dieser innere Friede aus Laomar gemacht hat. Aidans Methode schläfert dich ein. Ich war auch skeptisch, bis ich es versucht habe. Es war unglaublich. Mir wurde klar, ich habe mein Versagen als Mutter nie richtig verarbeitet. Und die Schuld in meinem Herzen verschlossen. Du hast getan, was du tun musstest. Gabrielle, du hattest doch keine Wahl. Das hat es nicht leichter gemacht. Heute habe ich mich dem Schmerz gestellt und ihn losgelassen. Ich fühle mich so rein, so leicht. Ich wünschte, du könntest das auch erleben. Dazu ist wohl mein Geist viel zu aktiv. Sowas hat er doch gesagt, oder? Du musst dich nur hier umschauen, um zu sehen, dass es funktioniert. Es ist perfekt. Eins habe ich gelernt. Alles, was zu schön aussieht, um wahr zu sein, ist es normalerweise auch nicht. Ich wollte, du könntest ermessen, wie gut das für mich ist. Wie befreiend. Also noch einen Tag. Es wird mich ja nicht umbringen. Danke.